Moin, moin, meine lieben Freunde, und ich hoffe mal, ich krieg das jetzt hier hin. Und jawohl, hi, willkommen zum Samstagabend-Livestream. Heute mal nicht auf YouTube, denn mein YouTube-Stream funktioniert aus irgendwelchen völlig ominosen Gründen nicht. Er startet leider nicht, aber ich hatte dann noch einen Twitch-Account, mit dem habe ich ab und zu mal beim Kühnub zugeguckt, und ich habe es jetzt schnell mal hingedengelt, dass wir hoffentlich gucken können. Ich hab keine Ahnung, ob jetzt hier alle 10 Minuten Werbung kommt, ob das Bild passt, ob der Ton passt. Also gebt mir im Chat ein bisschen Feedback. Ich habe auch nichts vorbereitet von wegen Chat-Pop-out. Das heißt, es gibt heute keinen eingeblendeten Chat. Ich versuche natürlich trotzdem auf eure Chat-Sachen zu antworten. Ich habe keine Ahnung, wie hoch der Lag ist bei Twitch. Ich habe keine Ahnung, wie stabil der Stream bei Twitch ist. Aber ich würde sagen, der andersrum, der Stream bei Twitch ist besser als gar kein Stream. Und ich werde mir im Nachhinein auf jeden Fall dann mal einen Kopf machen, dass ich den Twitch-Account mal ordentlich einrichte, dass man den als Backup-Alternative hat, wenn es nicht funktioniert. Was genau bei YouTube ist, weiß ich nicht. Also meine Broadcaster-Settings sind unverändert, aber wenn ich an, also ich starte meinen Stream, hier bei Twitch funktioniert auch alles, aber der Stream bei YouTube startet einfach nicht. Gut, genug geheult, ist halt jetzt so. Ich trinke jetzt erstmal zur Erfrischung einen kleinen Schluck Bier. Die letzten 20 Minuten waren etwas stressig, um eine Alternative zu finden. So, und willkommen auf meiner ersten Sendung auf meinem Twitch-Kanal. In diesem Sinne, hallo Brocken Explo Luca. Oh Gott, den Namen kann ich nicht lesen. Uri Gamer, jawohl, das kriegen wir hin. Facecam habe ich leider gerade überhaupt nicht am Start. Wer ist noch da? MS Takti, der Mobbes, der Peter Cooler und bestimmt noch viele, viele andere. Ja, wie gesagt, ich gucke mir das alles mal an, wie das mit Twitch funktioniert. Heute leben wir erstmal Low-Level damit, wie es ist. Und ja, ich mache natürlich parallel eine Aufnahme, und die Aufnahme kommt dann auch bei YouTube morgen an Start, so wie es normalerweise auch der Fall wäre. So, jetzt kommen wir auch mal zurück zu Hardcore Köbel. Wie der Titel schon sagt, ich habe ihn hier mittlerweile auch erfolgreich eingetragen, nämlich auf nach Duna Fragezeichen. Könnte heute der Tag sein, an dem wir nach Duna losfliegen mit dem Space Truck. Das bleibt zumindest die Hoffnung. Ich habe deshalb nämlich mal ein bisschen die Zeit vorgespult in Vorbereitung auf diese Sendung. Also es ist nichts Wildes passiert. Das Einzige, was ich euch mal zeigen kann, ganz stolz. Ah, passt auf, mein Satellitennetzwerk sieht nämlich immer noch ordentlich aus. Also für meine Verhältnisse ordentlich. Guck mal. Und das, obwohl ich 100 oder so Tage vorgespult habe. Jo, genau. Wir haben jetzt noch bis zum Abflug oder bis sich das Startfenster öffnet nach Duna knappe 30 Tage, nicht ganz, 29 Tage, 5 Stunden. Und jetzt können wir mal gucken, was am Space Truck jetzt noch gemacht werden muss. Ich habe das extra so gelassen, dass wir potenziell noch die Chance haben, einmal irgendwas nachzufüllen. Schrägstrich, also einmal nach Minmus zu fliegen mit irgendeiner Refuel-Rakete, Essen bringen nochmal. Wir gucken jetzt mal. Jetzt sind wir ja wirklich kurz vorm Start. Wir können die alte Rakete noch abdocken, die wir mitgenommen hatten. Also die noch dranhängt mit den Essensresten. Die dürfte jetzt vermutlich aber leer sein. Ach so. Das ist nicht wahr, oder? Sind da gerade die Roverräder einfach beim Loading abexplodiert? Okay, Freunde, ich glaube von dem Prinzip Rover, was ist, wie viel sind explodiert? Eins nur, okay. Das ist okay. Ich habe genug Ersatzräder. Eins kann ich verkraften. Da sind noch drei dran. Da sind noch zwei dran. Ja, Rover und Laden von Raumschiffen funktioniert nicht so gut. Ja. Ja, so. Jetzt kommen wir aber mal zu der Rakete hier. Die müsste theoretisch jetzt nämlich essensvorratsmäßig. Das war nicht der Tank. Wo ist er denn? Oh, man sieht überhaupt nichts. Man kann gar nichts erkennen. Das ist so hell. So. Ach, da ist tatsächlich sogar noch was drin. Aber das müssten wir jetzt umfüllen können. Ich hatte hier nämlich irgendeinen Container aufgemacht. Jetzt schauen wir mal. Ja, wir starten hier gleich mit Explosionen, Explosionen und noch mehr Explosionen. So, dann können wir hier erstmal leer machen. Gut, das heißt, wir hätten sogar noch ein bisschen Platz auch für Live-Support, theoretisch. So, ist hier noch irgendwas drin? Das hat man rausgesaugt, das Liquid Fuel. Hier ist hoffentlich auch alles leer. Hier ist auch alles leer. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich von dem Teil hier. Naja, wir könnten noch gucken, ob wir noch irgendwo Monopropellant brauchen, aber eigentlich. Ah, wartet mal, da vorne ist irgendwas. Da ist irgendwo Monopropellant leer.
Ach, das sind die, die ich irgendwo versenkt habe, ne? Könnt ihr mal gucken, ob ich noch irgendwas befürchte. Aber ja, scheiß auf das bisschen Monopropellant. Ach ja. Tja, wie gesagt, Freunde, das mit dem Twitch ist heute nur eine Ausweichlösung. Es ist, ja. Es wird auch eine Aufzeichnung geben und die lege ich dann auch auf meinen YouTube-Kanal. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich deswegen komplett auf Twitch wechsle. Außer YouTube geht gar nicht mehr. Das wäre natürlich richtig bitter. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich werde das die Tage mal probieren müssen. So viel zu dem Thema. Dann ist der Drops nämlich eigentlich schon mal gelutscht. Wir hatten eh alles abgebaut, größtenteils. Ja, dann können wir jetzt noch einmal gucken, dass wir hier sicherstellen, dass das Ding sich auch von uns entfernt. Ach so, ich habe sogar die Düsen abgebaut. Na, dann brauchen wir hier gar nichts sicherstellen. So, was fehlt uns noch? Uns fehlen noch. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich richtig rechnen kann. Knappe 300 und ein paar gequetschte. 312 Liquid Fuel. Und wir können theoretisch noch ein bisschen mehr Nahrung aufnehmen. Jetzt gucken wir mal, wie viel Nahrung wir eigentlich haben, wenn wir alle Ventile mal aufdrehen. Ich hatte nämlich irgendwo ein bisschen was abgeklemmt. Schauen wir mal. Also hier ist Life Support nochmal drin. Zack. Hier ist Life Support drin. Weil wenn das jetzt genug ist, müssen wir nicht nochmal extra eine Mission fliegen. Ein Jahr 90 Tage, sagt er schon mal. So, dann hatten wir hier unten noch irgendwo Life Support, glaube ich. Da. Sind wir schon bei einem Jahr 405 Tage. Und wir können ja auch noch recyceln. Wie die Großen. Ist auch noch mal ein bisschen was. Ja, also ich glaube fast, dass das reicht. Ich glaube, wir machen das einfach so. Das ist Waste, das ist auch okay. Life Support. Life Support. Also es ist nur ein bisschen was. Es sind fast 2 Jahre. Wir fliegen ja eigentlich einen relativ kurzen Weg. Also hätte ich jetzt mal gesagt, wir können das einfach so lassen. Oder ich gucke, ob ich noch eine Rakete zusammenbaue. Wie seht ihr das denn? Also, die Frage ist jetzt, die im Raum steht. Bauen wir noch eine Rakete? Also ich habe noch irgendwie so 90.000 oder sowas auf dem Konto und fliegen noch diese letzten Futzel Essen hoch. Also ich müsste dann einmal gucken, dass wir noch so knappe 400, 400, 500 Food und ein bisschen Water und entsprechend Oxygen mitbringen. Ich sag mal so einen nicht ganz halbvollen großen Container. Und ein bisschen Liquid Fuel, genau genommen nämlich 300 und ein bisschen. Wir haben jetzt 3435 Delta-V zur Verfügung, mit denen wir arbeiten können. Und damit könnte man natürlich noch ein bisschen rausziehen. Normalerweise ist Freitag Streamtag, also das ist auch noch immer so, aber es variiert natürlich ein bisschen, weil ich habe, man gerüchtet, auch sowas wie ein echtes Leben abseits von YouTube machen oder jetzt in dem Falle Twitch und ich war gestern tatsächlich mal so ganz banal bei einem Kochkurs. Ich habe gestern Kochen geübt, gelernt, geübt, eher geübt. Ich konnte schon ein bisschen kochen, aber jetzt kann ich noch ein bisschen besser kochen und das ging einfach den ganzen Abend und aus diesem Grund war ich gestern nicht verfügbar und deshalb machen wir heute am Samstag den Livestream, damit ihr nicht Livestream-Hunger leiden müsst. So ist das. Ja, und ich musste gestern auch keinen Hunger leiden übrigens. War sehr lecker. Also man dürfte das, was man gekocht hat, dann nämlich auch essen. War sehr gut, muss ich sagen. War sehr gut. Habe ich hervorragend gekocht und natürlich auch meine Kollegen da beim Kochkurs, die da auch dran teilgenommen haben. Die haben natürlich auch so ein bisschen was kochen dürfen. Und die haben da auch minimalen Beitrag zu geleistet, dass das Essen sehr lecker war. So, gut. Ich habe jetzt nur eine Stimme gelesen im Chat und die sagte, wir sollten das einfach probieren. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir noch zusammengekratzt bekommen. Dann ist das unsere letzte Ho oder unser hoffentlich letzter Launch vor dem Weg Richtung Duna. Und dann denke ich mal, weil der Flug nach Minmus dauert nicht ganz so lange, dann sollte das auf jeden Fall noch machbar sein. Dass wir heute starten. Also wir werden wahrscheinlich nicht angucken. Angucken, ankommen, so rum.
Aber wir können auf jeden Fall starten. Ich hätte das Kochen auch streamen können. Ja, zum Thema Kochen, Social Eating und solchen Geschichten hatte ich mich, glaube ich, schon mal geäußert. Nein. Oh, wir könnten auch noch mal mit einem Rucksack nach Minmus runter und eine Flagge machen, aber egal. Wir machen jetzt das hier. So, theoretisch haben wir ja auch noch unser Nachfüllraumschiff, was ich jetzt gerade gebaut habe. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Ich würde sagen, das versuche ich jetzt mal wieder zu finden. Weiß noch jemand, wie das hieß? Refill Mission. War es doch so einfach. Vielleicht müssen wir das. Oh, das war auch gar nicht so teuer. Guck mal. Ja, und da können wir ein paar Sachen abbauen. Zack. So. Und zwar, haha. Und zwar, haha. Wie viel haben wir noch umgefüllt? Nicht mehr ganz so viel, ne? Das hier braucht doch keine Sau. Das ganze Zeug. Das kann eigentlich weg. Zack. Zack. So, dann brauchen wir noch neue Control Truster. Damit wir hier andocken können. Oh, diesmal baue ich ein Reaction Wheel rein. Das war mir eine Lektion. Vielleicht klappt das ja kohletechnisch tatsächlich, dass wir da hinfliegen können. Weil wir sparen uns ja jetzt doch ein bisschen Aufwand. Bei 100 Followern ein Social Eating. Ach, kriege ich jetzt auch so Twitch-Follower oder was? Gibt es das hier auch so Abos? Verrückt. Ich bin ja so uninformiert, was sowas angeht. Naja, aber habe ich wahrscheinlich auch nicht so viel verpasst wegen. So, apropos Abos und Follower und wie das alles heißt, ist mir aufgefallen, als ich den Stream eigentlich auf YouTube starten wollte, 1501 Abonnement. Ha. Bei YouTube. Auf meinem Kanal. Voll cool, ich danke euch. Also, die meisten von euch, die jetzt zugucken, werden wohl Abonnenten sein. Ich freue mich. 1500 ist eine schöne runde Zahl. Ist jetzt gar nicht mehr so weit bis zu 2000. So, jetzt bauen wir hier mal ein neues Fairing um. Um mal zu schauen, dass das. Ach, guck mal, wie der Preis nach unten gegangen ist. Echt jetzt? Ah, ich wollte noch ein Reaction Control einmal vor lauter erzählen. So. Reaktionskontrollrad. So, damit wir hier diesmal die Karre ein bisschen drehen können. Genau, aber seid bitte nicht böse, wenn ich diesen Twitch-Kanal nicht regelmäßig befeuere. Ich nehme das hier wirklich jetzt gerade als so absolute Notlösung, damit der Stream überhaupt stattfinden kann. Also es wird jetzt hier nicht auch noch nebenbei Twitch-Gedöns geben. Das höchste der Gefühle, was ich gucke, ist mal, ob man irgendwie so Multi-Streaming machen kann. Keine Ahnung, ob sowas geht. Also, dass ich halt einfach, wenn ich auf YouTube streame, hier auch einen Stream startet oder so. Aber eigentlich würde ich gerne bei YouTube bleiben. Ich möchte nämlich auch nicht 2000 Accounts haben. Meine Güte, ich hätte nicht so viel trinken sollen. Ich treffe die Stelle nicht, wo ich das Ding spannen kann. So. Dann kann ich schon mal anfangen, ein bisschen zusammenzuschrumpfen hier. Schwupp! Und dann kostet der ganze Spaß 33.000. Na, das ist ja in der Spanne von können wir uns ja total gut leisten. Und hat auch richtig viel Delta V. Das heißt, da kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen Sprit oben an. Was hier drin? Naja, gut, 300 Dings sind das jetzt natürlich nicht. Wir könnten aber natürlich. Wartet mal, jetzt habe ich das gerade so schön fertig gebaut. Delete Fairing. Weil es so viel Spaß macht. Wir nehmen einfach so einen kleinen Tank mit, oder? So ein. Wo ist er denn? MK1 Liquid Fuel, 400, genau das Ding. Zack. Haben wir 5500. Wird schon irgendwie reichen, oder? Bisschen wenig Delta V haben wir jetzt. Bisschen wenig Thrust-Weight-Ratio. Ob das reicht? Hier brauchen wir nicht ganz so viel. Zack. Reicht uns das? 300 irgendwas hatten wir gesagt, ne? So. So. Ich würde sagen, so machen wir das einfach. Wird schon schief gehen. Wir haben ja prinzipiell sogar noch einen zweiten Versuch. So rein theoretisch zumindest. Wartet mal, habe ich irgendwo? Ja, habe ich. Habe ich jetzt irgendwo noch eine Ausfahrbahnantenne? Ne, habe ich nicht, ne? Die habe ich auch mit abgebaut. Die müssen wir auch noch wieder anbauen. Meine Güte, ihr merkt, ich bin ein bisschen aus dem Konzept, weil es heute so drüber und drunter gegangen ist mit dem Stream starten. Ihr mögt mir das verzeihen.
Gut, ich bin jetzt sonst auch nicht der super koordinierteste, aber heute bin ich ein wenig verwirrt, weil das alles komisch ist. Und ich immer noch einfach nur hoffe, dass dieser Stream nicht abstürzt oder irgendwas Komisches macht. Irgendwas, womit ich nicht rechne. Ja, wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung. Also sollte jetzt irgendwie bei euch die ganze Zeit irgendwie Werbung eingeblendet werden oder ihr irgendwie die ganze Zeit von Twitch aufgefordert werden, mir Geld zu geben oder so, ignoriert das bitte höflich. Es gilt natürlich wie immer weiterhin ich mache keine Werbung. Ich habe noch keinen Schimmer und auf die Schnelle jetzt auch nicht nachgeguckt, wo man das an, aus, umstellen oder sonst irgendwas kann. Ich hoffe einfach, dass die Default-Einstellung ist, mach nicht alle 10 Minuten irgendeinen Werbebanner rein oder sowas. Sollte es doch so sein, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich habe keine Ahnung, wo der Knopf dafür ist. Aber beim nächsten Mal bin ich besser vorbereitet. Wie gesagt, ich mache den mal so als Notfall-Backup-Account. Ja, ich hoffe, Sound und Video ist auch halbwegs okay von der Qualität her. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir den Hobel hier. Ah, das war vielleicht ein bisschen too much. Zack. 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 So. Das sollte hoffentlich reichen. So, dann ist das dann auch wieder eine Refill-Mission. Das ist prinzipiell auch okay. Ja, dann würde ich sagen, packen wir die nach draußen. Und fliegen damit, die können wir sogar fast dreimal fliegen, fliegen damit rüber, um unsere Rakete vorzubereiten, unseren Space Truck. So, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber so teuer war es ja nicht. Da lügt Twitch, Luca. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde nicht verhungern, glaub mir. Allein schon das Bier, was ich hier stehen habe, wird mich grob durch die Nacht bringen. So, Trust Value Ratio hätte man nochmal nachgucken können. Habe ich jetzt aber gelassen. Ich habe scheinbar auch keinen Kerbal Engineer wieder angebaut. Will ich jetzt aber auch nicht mehr korrigieren. Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. So. Wir fliegen das jetzt halt mal wieder ganz altbacken. Habe ich es versteift? Oh, ich hoffe, ich habe es versteift. Naja, wenn nicht, dann nicht. Dann ist das jetzt halt so. Aber ihr seid ja auch wegen den Explosionen hier, ne? Von daher gucken wir mal. Ja, alle von euch, die das in der Wiederholung auf YouTube sehen, ihr hattet Glück. Ihr musstet nicht auf Twitch einen Account anlegen oder da irgendwie hingehen. Ich weiß nicht, was man. Muss man auf Twitch einen Account anlegen, um zu gucken? Wahrscheinlich muss man auf Twitch einen Account anlegen, um zu gucken. Gestern war nicht so gut mit YouTube. Hat nicht so richtig funktioniert. Naja. Aber man lernt nie aus. Jetzt mache ich auch mal einen Twitch-Stream. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich zu der Ehre nochmal komme. Jetzt gucken wir mal, wie das so funktioniert. Im Prinzip ist es ja immer nur Raketenfliegen mit dem Chat daneben, ne? Kann ja alles so schlimm nicht sein. So. Gut, das sieht bis hierhin doch alles schon mal ganz ordentlich aus. Ach, man muss nicht mal einen Account anlegen zum Gucken. Na, dann ist das ja noch ein bisschen entspannter. Ah, aber man darf keine schlauen Kommentare abgeben, ich verstehe. Ja, das hat dich jetzt natürlich gewurmt, Michael. Du konntest nicht davon lassen und musstest dir einen Account anlegen, damit du mich kritisieren kannst. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich hätte das genauso gemacht. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier nicht zu steil gehen. Oh, irgendwas ist, ich glaube, ich habe Booster Burnout. Ja. Zu erkennen daran, dass mein GeForce-Meter drastisch nach unten ging gerade. Das hatte ich so aus dem Augenwinkel gesehen. Was natürlich daran liegt, dass meine Beschleunigung einfach nachgelassen hat. So, jetzt können wir hier mal schön geschmeidig flach gehen. Wir haben nämlich die Höhe schon erreicht, auf die ich will. So, und jetzt weg mit dem neuen Fairing. Das sieht auch gut aus. Und an mit der Antenne. So. Und, na, gleich können wir auch das machen. So, jetzt schauen wir mal. Bei 90 Kilometer mache ich erstmal aus. Zack. Den Rest machen wir gleich auf der Apoapsis, damit uns das nicht ganz so viel Kraft kostet. So, jetzt können wir auch die Solarpanels aufmachen. Zackidi zack. Ich hoffe, ich bin nicht zu schwer. Ich hoffe, das reicht noch. Wir haben gar nicht so viel Fuel mehr drin. Na, mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. So. Hm.
So, jetzt können wir aber mal bis 90 eigentlich vorspulen. Bis 90 Kilometer. Nö, ich habe nichts gegen Twitch. Oh Gott, Twitch hat mir nichts getan. Ich habe einfach nur mit einem YouTube-Kanal angefangen und irgendwann mal gedacht, oh, Livestreaming wäre eigentlich auch ganz cool und habe dann halt gesehen, dass man bei YouTube Livestreamen kann und habe dann halt gedacht, naja, warum zwei Accounts betreiben, wenn ich das prinzipiell auf einem machen kann? Ist ja auch irgendwie sehr convenient für meine Abonnenten zu sagen, so Mensch, ich gucke auf YouTube die Videos, dann kann ich auf YouTube auch die Livestreams gucken. Und das war eigentlich die einzigste Überlegung, warum ich gesagt habe, ich mache das Ganze auf YouTube statt auf Twitch. Ich glaube, der Standard ist immer noch, dass die meisten Gamer, glaube ich, Livestreams auf Twitch machen, was für mich auch völlig okay ist. Hab da überhaupt kein Problem mit. Bei mir war das einfach nur so eine Faulheitsentscheidung. Faulheitsentscheidung, weiß nicht, ob es das trifft. So. Passt. Das muss reichen für heute. Ach, guck mal, haben wir sogar noch ein bisschen Sprit drin. Auch nicht schlecht. So, genau, also es hat nichts damit zu tun, dass ich was gegen Twitch hätte. Es ist einfach nur eine Faulheitsentscheidung gewesen. Oder eine Entscheidung. Es war nicht mal eine Faulheitsentscheidung. Es hat einfach Sinn gemacht, in meiner kleinen Welt zumindest. So, wir wollen nach Minmus. Und dann schauen wir mal, dass wir da jetzt gleich noch Manöver für setzen, um dahin zu kommen. Schwupp. Manöver. So. Jawohl. Einmal kurz ein bisschen anpassen hier noch. Das ist immer so viel Delta wie diese Drehung. Das wundert mich jedes Mal wieder. Aber na gut. So. Dann können wir da mal hin. Das wird sicherlich einen Moment dauern, das Manöver zu machen. Bin ich mir fast sicher, weil ich mir auch fast sicher bin, dass wir uns das nicht mal so eben aus der Jackentasche schütteln mehr mit dem Sprit, den wir hier noch haben. Also ich denke mal, wir werden mit der nächsten Stufe fliegen müssen. Daher machen wir jetzt mal das Beste draus mit der großen Stufe noch, aber oh genau, und jetzt geht's weiter mit dem kleinen Kollegen hier. Schauen wir mal. 15 Sekunden brauche ich zum Brennen. Das ist auch ganz okay. Aber ich hoffe mal, wir haben genug Liquid Fuel für das, was ich mir hier vorgenommen habe. Wir müssen ja ein bisschen was noch brennen, ne? Wir müssen noch auch nach draußen fliegen. Komm, ein bisschen. Ein bisschen genauer geht das noch. Nur ein Stückele. So, also irgendwie alles ungewohnt heute. Jetzt ist der Chat bei mir auf dem Monitor auch irgendwie auf der linken Seite statt rechts, sonst, wo ich ihn abfilme. Ah, ich bin total verwirrt. So, was schreibt ihr denn da so? Webseiten. Ach, ihr diskutiert schon wieder über private Daten und Anmeldungen und alles drum und dran. Ja, herzlich willkommen im Internetzeitalter, wo jeder all eure Daten hat. Naja, früher oder später zumindest. So, da ist Minmus, da bin ich. Ich unterstelle hier ein Rendezvous. Oh, fast. Huch, das war der falsche Knopf. Geh weg. Hier ist dann das Rendezvous wahrscheinlich. Was macht denn der Mond da schon wieder? Immer will der sich einmischen. So. Periapsis von 700 irgendwas ganz viel. Das können wir sicherlich noch ein bisschen reduzieren. Apoapsis von 45 Millionen. Ne, da hat mir das andere irgendwie besser gefallen. So, 1, irgendwas Millionen. Ist okay. So, das ist ein Prograde dann gleich. Und der ist auch gar nicht mehr lange hin. Und wir brauchen noch 1 Minute 20 Burntime. Na, dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. Und wir hier unser Manöver ordentlich durchführen können. Und ich würde sagen, Vollschub. Und ich unterstütze das Ganze mal ein bisschen mit meinen Manövertriebwerken, weil wir dadurch zum einen ein bisschen Sprit sparen. Also, weil ich beschleunige mehr.
Und wir sparen auch noch dadurch Sprit, dass wir leichter werden. So. So, was schreibt denn Schönes? Wenn du vorhast, öfters auf Twitch zu streamen, schau dir definitiv mal Chatty an und BTTV. Das sind vermutlich irgendwelche Programme. Vermute ich jetzt einfach mal. Anhand dessen, was du da gerade erzählt hast. So, wie sieht es mit dem Oxidizer aus? Ja. Geht so. Ein Drittel haben wir gleich durch. Ein Drittel haben wir durch, oder? 110. Komm, so weit, ne? Echt jetzt? So, warte mal. Oh, da wird nicht so viel übrig bleiben. Na gut, wir brauchen bei Minmus auch nicht immer so oder immer nicht so viel von dem Sprit, um Manöver zu machen. Von daher geht das halbwegs. Trotzdem fühle ich mich nicht zu 100% wohl dabei. Ja, das RCS soll mitlaufen. Wie gesagt, ich benutze das gerade ein bisschen, um Gas zu geben. Also ich gebe manuell auch mit H Stoff aufs RCS, weil ich brauche nicht ganz so viel Monopropellant. Kann das mit dem Andocken mittlerweile ein bisschen. Dann kann man das auch mal verschwenden für solche Aktionen. Hatte ich aber auch erklärt, dass ich das nebenbei mitbenutze. Der aufmerksame Zuschauer wird es mitbekommen haben. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier ankommen. Focus View. Zack. Wir kommen so. Du fliegst so. Das ist aber eigentlich ganz gut. Dann müssen wir eigentlich nur bremsen, wenn wir da sind. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf einen gemütlichen Weg nach Minmus rüber. Da kann ja jetzt nicht so viel passieren. Zack. Fokus auf uns selbst und ab geht die wilde Fahrt. Oh, wartet mal, ich muss nochmal gucken. Mein Manöver muss ich gleich nochmal planen für die Bremsung, damit wir das schon mal haben. Denn tendenziell könnte ich ja keine Funkverbindung haben. Und dann wäre es ganz gut, wenn der Flight Computer schon mal das tut, was er tun soll. Nämlich das Manöver hier ausführen. Ups. Also heute habe ich irgendwie ein bisschen Klumpfinger oder sowas. Also ich bin nicht ganz so elegant heute in der Manöverplanung. Schwupp. Ey, schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Warum macht der? Hör auf, so aggressiv hier runter zu tüdeln. So. Langsam. Langsam. Okay. Okay. Jetzt schön vorsichtig mit dem Mausrad. Ja. So ist gut. Sehr schön. Das lobe ich mir. So, 400 Kilometer ist erstmal. Dann kommen wir noch ein bisschen runter, ne? 250. Komm, 100 Kilometer geht schon. So. Guti, und das kann jetzt der nette kleine Flight Computer mal exekuten, sobald wir da sind. So. Ja, wurde auch gerade ja schon im Chat beantwortet. YouTube zickt heute ein bisschen rum und wollte den Stream nicht starten. Und bevor jetzt der Stream komplett ausgefallen wäre, habe ich mich dafür entschieden, einen Ausweichstream zu machen. Gott, oh Gott, ein Ausweichstream zu machen über Twitch, wo mich keiner kennt und ich im dunklen Kämmerchen. Naja, das hat sie jetzt auch erledigt. Jetzt kennt ihr meinen Twitch-Account. Kommt man zu nix. 8 Tage noch bis zum Note. Da kann ich, glaube ich, ein bisschen schneller warpen, oder? Ich glaube, der nimmt den Time Warp ja auch raus. Der gute alte Flight Computer. Sobald er in der Nähe von dem Manöver ist. Fueltechnisch müsste das auch noch reichen, auch wenn die Liquid-Fuel-Anzeige unten links jetzt nicht so besonders verlässlich ist, weil Liquid-Fuel haben wir natürlich tonnenweise. Oh, ich glaube, wir sind im Minmus-Einflussbereich angekommen. Ja, sind wir. Okay. Das heißt, wir bewegen uns jetzt auf unser Manöverchen zu.
Ja, der Twitch-Account war super getarnt, ne? Ich meine, da wäre nie jemand drauf gekommen. Ich glaube, Wintermancer war einfach belegt, als ich mit dem angelegt habe. Ja. So, jetzt geht's aber gleich los hier mit dem großen Todesburn from Hell. Und wir haben sogar schon wieder eine Funkverbindung. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, ich hätte sogar steuern können. Aber so ist besser. Können das mal die Profis machen, die Computer nämlich. Close Alarm. Dankeschön. So, und natürlich ist dadurch auch wieder ein bisschen Zeit verstrichen. Ich hatte ja gesagt, ich habe mir extra noch ein bisschen Tage übrig behalten, um genau diese Mission jetzt noch zu fliegen, die ich gerade fliege. Das sieht auch ganz gut aus. Wir werden jetzt natürlich das Essen nicht ganz randvoll bekommen mit dem, aber wir haben ja noch haufenweise Waste auch im Raumschiff, was ich über die letzten, keine Ahnung, 3 Jahre oder so gesammelt habe in dem Container. Und wir schmeißen, wenn wir losfliegen, dann einfach direkt mal die Verarbeitung an, sodass wir damit beginnen, unsere Fressalienboxen auch aufzufüllen, weil wir können ja mit Hilfe dieser ganzen Live-Support-Geschichten vom USI-Mod ein Großteil des verbrauchten oder ein Teil des verbrauchten Zeugs, ich glaube, es ist ein knappes Viertel mit den normalen Modulen, also ein Großteil ist es nicht. Aber dadurch strecken wir natürlich enorm nochmal unsere verfügbaren Vorräte und kommen damit hoffentlich nochmal ein Stück weiter. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Wenn nicht, werden wir nach und nach Kerbals, die wir nicht mögen, im Weltall aussetzen, damit die Helden zurückkommen können. Wie man das halt so macht in schlechten Raumfahrtfilmen. So, Minute 50 noch, bis wir den nächsten Burn haben. Ja, ansonsten, wenn ihr mal die Chance habt, so einen Kochkurs mit anschließendem Verspeisen der gekochten Sachen zu machen, kann ich euch das sehr, sehr empfehlen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, gestern. Nicht zuletzt natürlich auch wegen der alkoholischen Getränke, die man nebenbei konsumieren kann. Aber auch, weil es wirklich Spaß macht, mal was zu kochen. So richtig. Also jetzt nicht so aus einer Tüte oder sowas, ne? Sondern da ist dann so ein richtiger Koch mit dabei. Also jemand, der das hauptberuflich macht und einem das auch wirklich erklärt. Wie man so, was weiß ich, sind so ganz banale Dinge teilweise. Eine Zwiebel schneidet, ohne irgendwie die halbe Zwiebel zu zerstören oder sich selbst. Oder auch, wie man eine Soße macht oder sowas, ne? Ja, ich weiß, das ist jetzt natürlich nicht so das Spezialthema für diesen Kanal, aber hey. Dann habt ihr zumindest schon mal von gehört. So, wir driften hier fröhlich dran vorbei. Das Manöver ist auch eingerichtet. Das heißt, Idle ist leider nicht mit dabei, deshalb kann ich den nicht aussetzen. Idle setzt sich später irgendwann mal auf irgendeinem echt gruseligen Planeten aus. Irgendwas Schlimmes. Aber sagt ihm das nicht. Heute ist er mal nicht da. Ja. Ach, seht da, da steht das sogar. Ich habe 6 Follower, sehe ich gerade. Ich habe jetzt mal geguckt. Jetzt macht ja gerade der Flight Computer. Nicht schlecht. 6 Follower. Ein Systemgastronom. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen einem Systemgastronom und einem normalen Gastronom ist, aber vielleicht magst du uns das mal erklären, Takti. Ich stelle mir das mal so vor, die einen machen halt so. In so Industrieküchen, so Systemessen, keine Ahnung. Also, ich habe keine Ahnung. Und die anderen schnibbeln ihr Zeug noch von Hand oder so. Aber klär uns doch alle mal auf, was da der Unterschied ist. Was ist an einem Systemgastronom anders als an einem Gastronomen-Gastronom? Oder vielleicht gibt es ja noch andere Gastronomen als Systemgastronomen. Und wir wissen es nur nicht. So. Jetzt können wir gleich das nächste Manöver planen. Während der Takti uns mal aufklärt. Ne? Komm schon. Will er nicht. Na gut. Machen wir das so. So, dann sind wir erstmal ein bisschen näher dran. Das ist gut. Das kann auch der Flight Computer machen. Und wir machen mal einen Zeitraffer rein, damit wir da hinkommen, wo der Flight Computer ist. Da kreist auch, sieht man ein bisschen, ne, oder? Ja. Ein bisschen kann man sehen. Da kreist auch unser Raumschiffchen.
Jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal gleich durchs Dunkle gehen müssen. Da verlieren wir sicherlich unseren Strom komplett. Ich hoffe natürlich, dass der irgendwie vorher wieder kommt. Ja, kommt er. Sehr schön. Das heißt, gleich müsste wieder der Flight Computer die Kontrolle übernehmen. Und wir sind verblüffenderweise sogar schon relativ nah dran. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir müssen trotz allem den Kurs dann gleich nochmal korrigieren, wenn wir soweit sind. So, jetzt informiere ich mich mal. Also, man arbeitet als Systemgastronom nach einem Handbuch, also einem System. Beispielsweise McDonald's ist eine Systemgastronomie. Dort soll jeder Big Mac in Dortmund genauso schmecken wie auch in Tokio. Es geht darum, dass ein Gast, egal wo er ist, weiß, was ihn erwartet. Ich arbeite allerdings nicht für Burger King, McDonald's oder so. Ich für meinen Teil habe sonntags frei. Okay, aber das, wo du arbeitest, macht das dann auch nach dem gleichen Prinzip. Ihr habt also quasi ein Handbuch, wie jetzt, ich sag mal, bei euch gibt's. Weiß ich nicht, ich fantasiere jetzt mal an, Wiener Schnitzel zu essen. Und das Wiener Schnitzel hat halt, also da improvisiert nicht jeder von euch Köchen vor sich hin und macht das so, wie er gerne Wiener Schnitzel isst oder wie er das cool findet, sondern ihr macht das Wiener Schnitzel nach Handbuch quasi, damit eure Gäste sich drauf verlassen können, dass in jeder eurer Filialen zum Beispiel oder Niederlassung das Schnitzel genauso schmeckt. Ja. Ja, vielen Dank. Das war sehr informativ. Also es muss ja nicht immer nur um Raumfahrt gehen. Ich lerne sehr gerne neue Dinge und Systemgastronomie. Ich hatte das immer schon im Hinterkopf. Das hat irgendwas mit so großen Ketten und so weiter zu tun. Also ich habe es ganz oft, wie gesagt, in dem Kontext auch McDonald's und Burger King gehört. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das in vielen anderen Bereichen mittlerweile auch Anwendung findet im größeren Stil. Von daher mal schön, das von einem Insider erläutert zu bekommen, was das eigentlich bedeutet. Darauf, Prost. Ich habe mich heute übrigens mal wieder für Bier entschieden. Ich glaube, ich erwähnte das ganz am Anfang schon mal. Und zwar wieder von der Ricklinger Landbrauerei. So ein kleines Craft-Bier hier. Ein Märzenvollbier. Nom nom. Aus dem hohen Norden. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Also, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch im Internet bestellen oder sowas. Eure Finger an Ricklinger zu bekommen. Die machen ein paar ganz leckere Biere. Ich glaube, was war das? Ein Pale Ale? Oder? Ja, ich glaube, es war ein Pale Ale, hatte ich von denen auch schon mal. Das war auch sehr gut. Oh, jetzt mache ich doch Werbung. Aber ich werde nicht von der Ricklinger Landbrauerei bezahlt. Das möchte ich hiermit nochmal erwähnen. Es ist wirklich lecker. Einfach so. Das sage ich komplett freiwillig. Gut fantasiert. Also ihr habt tatsächlich, also ich sage das jetzt mal für diejenigen, die später die Aufzeichnung gucken und nicht bei Twitch, sondern bei YouTube, da wird ja in der Chat nicht da sein. Herr Takti schreibt gerade, sie haben tatsächlich irgendwie so 60 Filialen den Dreh und das Themengebiet ist deutsche Küche, also hauptsächlich Schnitzel und Co. Okay, das war jetzt natürlich ein Volltreffer. Ja, hell sehen ich kann. Die Macht ist stark in mir. Oder das Bier, das weiß ich noch nicht. So, jetzt haben wir das hier fertig. Das heißt, wir haben Orbit. Jetzt können wir mal sagen, hier, zack, Space Truck. Und da ist da hinten dann unsere nächste Option, das anzupassen. Ich würde sagen, die nehmen wir dann auch direkt. Und ich bereite das jetzt wieder vor und mache das in Flight Computer, weil der Space Truck ist ja auf einem doch deutlich niedrigeren Orbit und wird. Was ist denn hier heute los? Und wird sich sehr schnell wegbewegen. Also ich weiß nicht, ob wir dann noch Funkverbindung haben. Wahrscheinlich wieder ja, einfach nur, weil ich es vorbereitet habe dann, aber. So, und wir müssen nach oben. Also wenn ihr euch schon mal gefragt habt, ich habe nämlich oft Probleme mit diesem Gerät hier. Nach dem Manöverpunkt, wenn der Kurs nach oben soll, ist es das hier. Wenn der Kurs nach unten soll, also wenn diese Hälfte des Kreises nach unten kippen soll, ist es unten. Das ist, ist wahrscheinlich ziemlich logisch und intuitiv. Ich tue mich immer sehr schwer damit, mir das zu merken. Und ihr müsst unbedingt diese DNA in Kreise irgendwie nah beieinander halten, damit das halbwegs funktioniert. Damit ihr nachher nicht einen komplett anderen Blickwinkel habt, auf dem ihr guckt. So, jetzt haben wir nochmal 24 Delta Vs. Wir haben da noch ein bisschen was drin. Auch das sieht wieder sehr gut aus. So, Kill Rotation kann weg und Exec. So, dann würde ich sagen, wir wollen ja heute auch noch nach Duna losfliegen. Hau ich mal wieder in den Zeitraffer rein.
Mal gucken, ob sich der Space Truck uns entziehen kann bis dahin. Ja, tut er tatsächlich. Also es war. Ach, aber guck mal, wir relayen über die andere Refill Mission. Die scheint tatsächlich noch genug Strom zu haben, aber jetzt ist es auch vorbei. Also war es tatsächlich mal eine gute Entscheidung, dieses Manöver vom Computer fliegen zu lassen, ne? Ja. Im Regelfall werdet ihr das, ja. Aber ich hoffe nicht, dass ich das der Duna-Mission antue. Also ich werde dann wahrscheinlich auch, wenn das heute zum späteren Verlauf des Abends ist, auf jeden Fall noch nicht die Duna-Landung anstreben. Weil das wahrscheinlich im Laufe des Abends nicht wirklich zwingend besser wird. So. Ja, und ich hoffe natürlich, dass nächste Woche das auch wieder mit YouTube-Livestream klappt. Aber ich habe das Profil für Twitch jetzt mal gespeichert. Also wenn das soweit aus eurem Feedback her scheint es ja qualitativ in Ordnung zu sein. Also vom Stream her. Dann gucke ich nochmal diese komischen Twitch-Einstellungen durch, wie das alles funktioniert. Ja. Und dann haben wir da zumindest was in der Rückhand für die nächsten Male. Und wie gesagt, alle von euch, die jetzt Twitch nicht so super finden, müsst euch keine Sorgen machen. Im Regelfall kommt dann auch immer am Tag danach die Aufzeichnung bei YouTube. Ist auch überhaupt kein Problem. So, eine Minute und ein bisschen, bis wir den nächsten Burn machen. Rakete ist auch schon ausgerichtet. Sehr schön. Achso, steuern kann ich jetzt natürlich gerade nicht. Ja, es freut mich, wenn das klappt und ohne Lex ist. Ich muss mir jetzt mal dieses Menü angucken. Was kann man denn hier eigentlich alles noch machen? Ich hoffe, der Stream, wenn ich jetzt von dem Live-Ding runtergehe, hört der Stream dann auf? Ich hoffe nicht, oder? Bearbeitung. Verrückt. Was man hier nicht alles machen kann. Gut, ich hoffe, dass der Stream noch läuft. Sieht aber ganz gut aus, ja. Ich bin jetzt erst wieder auf dem Live-Dashboard zurück. Ich konnte das gerade nicht sehen. Oh, jetzt ist der Chatraum aber leer. Jetzt habe ich. Haha, jetzt kann ich gar nicht mehr lesen, was ihr alle geschrieben habt. Verrückt. Naja. So. Und noch 50 Sekunden, bis es hier weitergeht. Und dann haben wir. Aha, was ist hier alles? Hier gibt es so voll viele Felder auf so einem Twitch-Kanal. Ich bin total verwirrt. Total verwirrt. Nein, der Stream war bestimmt nicht weg. Das war bestimmt nur ein Scherz. Bin mir ziemlich sicher, dass er nicht weg war. Also, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ne? Das ist kein Standbild oder sowas. Das ist einfach nur, es bewegt sich nur sehr langsam gerade und wir warten, dass das Manöver kommt. So. Gut, das ist ein guter Moment, um mir das nächste Bier aufzumachen. Und da ist das Manöver auch schon wieder fertig. Das war ja einfach. So. Und dann schauen wir mal. Also, ach ja, Kill Rotation kann ich gerade nicht killen, weil ich keine Kontrolle über das Schiff habe. So. Gibt es eine Spezialfolge zu 100? Naja, also, das hatte ich schon ein paar Mal gesagt. Mein Ziel ist es, bei Folge 100 auf Duna zu landen, bemannt. Das ist dann hoffentlich spezial genug. Weil das Ganze ja doch ohne Revert und ohne Save und alles eine recht gefährliche Angelegenheit wird. Also ja, ich hoffe, dass ich bei Folge Duna, bei Folge 100 die bemannte Duna-Landung machen kann. Vielleicht landen wir aber auch schon in Folge 99. Man wird sehen, ne? Man wird es wirklich sehen. So, jetzt können wir mal wieder was von Hand fliegen. Art Manöver. Jetzt ziehen wir uns mal runter zum feinen Space Truck. So. Dann ist der hier. Okay. Machen wir das mal so. Oh, ich denke gerade keine Kontrolle über das Flickding. Achso, weil Kill Rotation immer noch an ist, sehe ich gerade. Ja, jetzt macht es mehr Sinn plötzlich. So.
Ja, das kann man schon mal rausnehmen, aber macht das Spiel, glaube ich, nicht langsamer. So, ach, guck mal, der Dralo hat auch einen Invite zur Discord-App gepostet. Das ist nett. Dankeschön, Dralo. Pop, 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 pop. Achso, jetzt bin ich schon drüber. Machen wir es trotzdem mal schnell. Schwupp. So, ich hoffe, das war nicht zu tief. Uiuiuiui. Da müssen wir kurz mal gegensteuern. Dass wir nicht ganz so tief gehen. Das ist ein bisschen viel des Guten sonst. So. Jawohl. Gut. Ich muss jetzt mal schauen. Wir werden wahrscheinlich. Oh, da ist er hier. Wir sind hier. Fliegt schneller. Ich glaube, wir drehen jetzt eine extra Runde mal. Die werden wir wahrscheinlich drehen müssen. Damit wir mit ihm auf einen guten Punkt kommen. Ja, das sieht gut aus. Aha. Ja, also wenn es dich irgendwie beruhigt, RSS und so weiter, ist auch bei mir gerade alles ein bisschen kacke. Deshalb kommen auch nicht so wirklich neue Folgen. Oh, ich habe noch ein paar Sekunden wahrscheinlich Zeit, hier ein Manöver draus zu machen. Ach so, der ist da. Wir sind hier. Okay. Manöver. Zack. Zack. Exec. Okay. Schaffen wir. Sehr schön. Ich fliege jetzt noch ein bisschen höher, dass der uns noch ein bisschen einholen kann mit der Zeit. Ja, also wie gesagt, ich habe mit RSS, RP0 und allem auch momentan massive Probleme. Deshalb kommen auch keine Folgen, weil das alles nicht mehr lädt. Also es ist insgesamt sehr instabil. Das hatte ich damals aber auch schon. Scott Manley hat ja auch mal eine Serie gemacht. Das war so ein bisschen auch meine Inspiration dazu gewesen, mich damit mal zu beschäftigen. Irgendwie Kerbal Spaceships are Serious Business oder sowas hat er es genannt. Wo er auch gesagt hat, er war eigentlich heilfroh, als die Serie dann vorbei war und er das zu Ende bringen konnte, weil es immer mehr zu Abstürzen gekommen ist. Und so ähnlich sieht das bei mir auch aus. Also ich habe wirklich massiv viele Abstürze, ganz große Probleme, den Client oder das Spiel zu starten und dann in Baumodus reinzukommen und solche Sachen. Also es ist. Schwierig, um es mal nett zu formulieren. Also es ist wirklich schwierig teilweise mit RSS RP0. Und ich glaub, bin mir gar nicht sicher, ich glaube in 1.2 kannst du es momentan sowieso nicht zum Laufen bringen. Weil, ja, ich glaube, die ganzen Realism-Overhaul-Sachen noch nicht funktionieren. Du, Azuka, stell deine Frage einfach. Also die meisten hier sind in irgendeiner Form Kerbal-Spieler und wenn es um Kerbal Space Program geht, dann musst du einfach deine Frage stellen und dann kann man dir vielleicht helfen. Ja. Oder du fragst nicht und dann kann auch keiner helfen. So, wir warten wieder auf unser magisches Manöver. Wir sind auch schon um das Schlimmste rum und kommen hier gerade auf der Sonnenseite des Lebens wieder raus. Entfernen uns jetzt. Wieso entfernen wir uns denn vom. Das finde ich nicht nett. Vom Space Truck. Eigentlich hat er doch seinen Kurs unter uns. Eigentlich müsste er schneller sein als wir. So. Ja, Asuka, hast du denn schon die entsprechenden Upgrades gemacht, dass du im Flug aussteigen kannst? Oder kannst du auch gelandet auf Kerbin nicht aussteigen? Weil ganz am Anfang, wenn du die Karriere gestartet hast und du hast den, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, es ist das Forschungszentrum auch, wo die Evas drin sind. Noch nicht geupgradet. Dann kannst du nur aussteigen, wenn du gelandet auf Kerbin bist. Ansonsten, das, was gesagt wurde, irgendwas davor gebaut. Ja, könnte auch der Astronautenkomplex sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja.
Ja, nee, da musst du mal gucken, ob da irgendwas ist, was davor gebaut ist. Oder vielleicht ist es einfach nur ein Bug. So, noch einen kurzen Moment, bis unser Manöver kommt. Dann sind wir ja schon fast beim Space Truck angekommen. Dann lassen wir jetzt ein bisschen rotieren, bis der uns eingeholt hat. Was relativ bald der Fall sein sollte. So, wir passieren jetzt mal hier die Markierung und dann müssten wir eine neue kriegen. Okay, die sagt jetzt natürlich, meh, alles doof, so im Mittel. Aber jetzt können wir mal gucken, ob wir uns ein schönes Manöver bauen können. Ach, geh doch weg. So. Wo wir den Space Truck abfangen können. Das sieht gar nicht schlecht aus. Jetzt machen wir das ein bisschen später. Also ich gucke gerade hier oben hin. 0,3 Kilometer. Das sieht fein aus. Das sieht fein aus. So in 8 Minuten. Da können wir jetzt mal händisch hin, weil wir haben gerade eine sehr sichere Verbindung, weil der Space Truck ist ja da quasi direkt hinter uns. Tüdelt da rum. Da können wir mal ohne den Flight Computer arbeiten, weil das ist ja jetzt sehr, sehr safe. So, wir haben noch 74 Oxidizer, also insgesamt auch noch relativ okay. Das heißt, wenn ich jetzt nicht irgendwelchen totalen Mist baue und wir sind ja dann. Ich muss diesen Kill Rotation, dass er den immer reinmacht, das macht mich kirre. So. SAS wieder rein. So. Das heißt, wir kommen relativ safe an, würde ich sagen. Also da müsste sogar noch ein bisschen Oxidizer übrig bleiben. Das Liquid Fuel pumpen wir dann einfach wieder direkt um. So. Gut. Und jetzt machen wir mal ganz vorsichtig das Manöver. Jawohl. Dann haben wir hier. Ja, ist nicht ganz so exakt geworden. 1,5 Kilometer Treffer. Und ich würde sagen, da warpen wir jetzt mal hin. Ach, jetzt bin ich wieder auf irgendeine Taste gekommen. Da warpen wir jetzt mal hin. Jetzt aber. Mäh. Gut, und dann müssen wir jetzt einmal den Target Retrograde feuern. Oh, ich hoffe, wir haben noch Strom, wenn wir da sind. Jetzt lädt gerade der Space Truck. Und ich habe schon wieder Kohle gekriegt bis zum geht nicht mehr. 52.000 Pfands diesmal. Ehrlich jetzt? Ja, tatsächlich, ehrlich jetzt. What the fuck? Also es ist der coolste Bug ever, aber ich. Oder ist es gar kein Bug? Hat sich das schon irgendjemand mal erklären können, warum ich da immer Kohle bekomme? Für was? Hey, Sie haben es geschafft, zum Space Truck zu fliegen, ohne sich zu verletzen. Ich meine, das Spiel kennt mich wahrscheinlich gut genug und weiß, dass das für mich schon ein ziemliches Achievement ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Warum zur Hölle? Warum? So, ich gleiche jetzt einmal die Geschwindigkeit an. Also ich bin jetzt hier im Target View. Und bringe uns auf die gleiche Geschwindigkeit. Und dann fliegen wir dahin. Oh, es wird Zeit, dass wir uns von ein paar Sachen entledigen. Man merkt, dass es langsam laggy wird. So langsam wird es laggy. Ich hoffe, dass nicht jedes Mal, wenn man den Space Truck jetzt lädt, wenn ich ein neues, also wenn ich das Spiel wieder lade, ich von dem Rover ein Rad verliere. Das wäre echt peinlich. So viele Ersatzräder habe ich nicht mit. So. Gut, dann schauen wir mal, wohin uns der Flug hier trägt. Oh, sieht insgesamt ganz gut aus. Bisschen nach unten können wir noch. So. Und dann bereiten wir uns schon mal auf die Bremsung vor. Solange wir noch Strom in der Kiste drin haben. Und dann schnappen wir uns irgendeinen von diesen 3000 Docking-Ports, die ich da angebaut habe. Die müssten ja ganz, ganz gut verteilt sein. Irgendeiner, wo die Richtung halbwegs passt. Wahrscheinlich muss ich dann die Solarpanels nochmal einfahren. Die hatte ich ja alle wieder ausgeklappt. In so einem Anfall von Wahnsinn. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn die wieder eingefahren sind. Ich hier versuche, wie so ein Verrückter anzudocken. Wo ist die Sonne? Ja, ein bisschen haben wir noch, ein bisschen Zeit haben wir noch. Das ist also sonnenlichtmäßig.
So, ach du Gott, jetzt ist plötzlich alles andersrum. So, schon mal ein bisschen langsamer. Sehr gut. Na, mal gucken, ob das wieder wie das letzte Mal. Also letztes Mal war ja. Ich weiß nicht, wer von euch den Livestream gesehen hatte oder ihn sich dann in der Aufzeichnung angeguckt hat. Das war natürlich Zucker vom Andocken her. Also wirklich Zucker. Das ging wie geschmiert. Wie geschmiert. Ich glaube, ich halte voll auf so ein Sonnensegel zu, ne? Habe ich so das Gefühl. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, wenn wir es so machen. Wenn wir es so tun. Ich peile das jetzt einfach mal grob über den Flugzeugrumpf oder über den Raumschiffrumpf. So, wir wollen in die Richtung. Also kann es nicht falsch sein, in diese Richtung Gas zu geben. Dann drehen wir das. Um dann auch wieder zu bremsen. Oh, das war vielleicht ein bisschen arg optimistisch mit dem Sonnensegel. So, ich muss das jetzt mal einklappen hier, den Firlefanz. So, wo ist denn hier das andere komische Raumschiff? Da. Okay, das heißt, hier wird mal fleißig weggepackt. Ach, guck mal, da haben wir 1 Million Docking-Ports auf der Seite, die wir uns gleich aussuchen können. So. Schwupp. Und ich würde gern da so docken. Set as Target. Control from here. Und los. Schwupp. Ein kurzer Salto. Nö, nö, nö. Ich bin auch so, dass ich manchmal die Solarpaneele einklappe, Michael. Aber oft bin ich auch nicht so. Siehe letzte Folge. Manchmal bereue ich das aber auch ganz fürchterlich. Also von daher ist das wohl nicht falsch, wenn du da ein bisschen vorsichtig bist mit. So, jetzt ziehen wir den hier mal ein bisschen runter. Damit wir ein bisschen exakter arbeiten können. Gut. Und dann würde ich sagen, ab zum Ziel, ne? Wir wollen ja schließlich hier andocken und nicht rumspielen. So, theoretisch war es das schon. Naja, wahrscheinlich nicht, aber. Puh. Ja, das Raumschiff ist mittlerweile schon ein bisschen größer und das ist auch größtenteils im Weltall zusammengebaut worden. Entsprechend sieht das ein bisschen dengelig aus, aber hey. Am Ende des Tages ist ja wichtig, dass es fliegt, ne? Am Ende des Tages muss es fliegen. So. Ich glaube, ich fange mal an, ein bisschen nachzusteuern. Das ein bisschen hoch. So. So, dürfte es vom Winkel her gar nicht so schlecht aussehen. So, wir müssen noch ein bisschen höher wahrscheinlich. So, jetzt können wir gleich ein bisschen abbremsen, unseren Höhenflug. So. Ah, insgesamt könnte das ein ganz guter Anflug werden. Sonne bleibt uns auch noch ein paar Minuten erhalten. So. Jetzt schauen wir mal. Naja, ist ein bisschen schräg, aber müsste reichen für den Docking Port. Das müsste reichen. Keiner braucht dich, blöde Alarmglock. So, ja. Schön. Ich glaube, das passt. Ja, das passt. Gut, dann können wir jetzt einmal den großen Refill beginnen.
Die große Abbauaktion mit irgendwelchen Control Trustern und so mache ich heute nicht. Das ist mir jetzt auch ein bisschen zu doof, weil wir haben genug. Hätte ich mal gesagt. So, wo ist denn jetzt hier das Essen, was ich mitnehmen wollte? Schon wieder hin. Ich kann das auf der Seite immer nicht erkennen. Da, ne? Ne. Da. Ja. So, und hier ist irgendwo der Fresscontainer, den ich verbraucht habe. Nö. Hier ist nur ein bisschen was. Zack. Und irgendwo ist der große Container, wo ein bisschen mehr leer ist. Ja. Ja, gut, wie gesagt, wir wussten ja, dass der nicht voll wird. Aber es ist zumindest ein bisschen was. So, und hier haben wir noch einmal nachtanken. Ach, der Scherzkeks. Das hätte man jetzt auch in einem Tank lassen können, ne? Aber das stimmt, der verbraucht ja gleichmäßig. Oder zieht's von oben runter oder was auch immer. Zieht's, ja, hier zieht das noch von oben runter, genau. Gut, machen wir das. Und dann sind das die vier hier, müssten eigentlich noch die sein, die noch nicht ganz voll sind. Tankmäßig. Schwupp. Ja, aber fast einen kompletten Tank hochgebracht, ne? Zack, zack. Und der letzte bitte. Und raus damit. So, jetzt betanken wir die noch einmal durch, aber die dürften tatsächlich ja dann ziemlich voll sein. Ja, Ginox, ich hoffe, du hast dir nicht nur Apollo 13 schon angeguckt, sondern ich hoffe ernsthaft, du hast dir auch schon mal meine Apollo 11-Serie angeguckt. Das sind vier Folgen, die sollte man gesehen haben. Die gute Nachricht ist, ich spreche da ausnahmsweise auch mal nicht. Das kann auch ganz erholsam sein. So, hier ist alles voll. Voll, voll, voll. Ja, Freunde, ich glaube, wir sind mehr oder weniger abflugbereit. Abflugbereit. Okay, wir schmeißen das ja jetzt noch ab, damit uns das nicht stört. Undock. Zack. Und ich entferne mich da noch ein bisschen. Tschut, so, und ich würde sagen, wir machen uns mal dran zu starten, oder? Es spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass wir so langsam mal loslegen. Also wahrscheinlich spricht ganz viel dagegen, zum Beispiel, dass wir alle sterben werden und so. Aber am Ende des Tages bleibt uns ja nichts anderes übrig, als jetzt langsam mal anzufangen, loszufliegen. So, und dafür werden wir als erstes mal den Minmus-Orbit verlassen, in einen noch etwas höheren Kerbin-Orbit. Dafür müssen wir wahrscheinlich so 40, 50 Tetavi rauspacken, na, doch ein bisschen mehr. Ah, knapp über 50. Okay, dann sind wir in einem großen Kerbin-Park-Orbit. So, das war nämlich auch der Plan, relativ weit draußen zu sein. Gut, das ist ein Prograde, da sollten wir uns jetzt schon mal hin ausrichten. Und ich gucke nochmal, dass wir auch wirklich von hier aus loslegen. So. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr stellt euch dazu einen entsprechenden Trommelwirbel vor. Wir drehen jetzt gerade nämlich das Riesenmutterschiff. Jetzt hätte ich bei Kerbin Sprite gesagt. Das ist natürlich in diesem Falle der Space Truck. Ja, der Iron Kerbin sitzt mir immer noch tief im Nacken, muss ich sagen, vom letzten Jahr. Hat aber auch echt Spaß gemacht. Wir drehen unser kleines Raumschiff gerade das erste Mal sauber in den Sonnenwind. Bum, 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 bum. Und werden uns gleich von Minmus verabschieden, unserer Basis, auf der wir alles vorbereitet haben. Und Aristus, Ben, Tobi, der Explo, der Freaky, der Gin, der Schnorpel. 1, 2, 3.
Sollten das nicht 9 sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Werden die nicht angezeigt, die hier drin sind? Ach, tatsächlich, die da drin. Also, da sind die anderen beiden, Goga und Luca natürlich auch noch. Die werden einfach nicht angezeigt, während die in dem Habitation Ring stecken. Ha! Verrücktes Ding. Na gut. Die werden sich auf den Weg machen. Um Duna zu besuchen. Bemannt. Ein paar von denen werden auch da bleiben. Wer, überlege ich mir dann noch. Mal gucken, ob wir eine Kolonie etablieren können. Auf die Dauer der Zeit. Oder ob sie irgendwann elendig verhungern werden. Ich habe so ein bisschen Refill-Konzepte, die haben leider viel mit diesem Rover zu tun. Ich habe sie mir ausgedacht. Mal gucken, ob es dann auch funktioniert. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch lange erzähle, probieren wir mal ganz vorsichtig eine Zündung. Ob das Raumschiff überhaupt fliegen kann, ohne komplett aus dem Lot zu geraten. Wackelt ein bisschen. Scheint aber nicht alles schlecht zu sein. Scheint nicht alles schlecht zu sein. Wir sind halt nicht so richtig symmetrisch, ne? Gerade mit hier so diesen ganzen Rover-Anbauten und sowas. Das ist natürlich so ein bisschen medium gut. Aber wir können fliegen. So. Unsere Radiatoren laufen. Okay, ich probiere mal ein bisschen mehr Schub reinzufahren. Schön auch noch zu gehen. Und dann probieren wir es mal mit Vollschub. Mal gucken, ob wir auf der Achse stabil bleiben. Sieht aber gut aus. Fängt nicht an zu schwanken oder so. Hitzeentwicklung. Wie geplant. Alles nominell. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Der Space Truck ist unterwegs in Richtung Duna. Wir fliegen jetzt einfach Prorate, bis wir den Orbit hier verlassen. Und aus die Maus. So. Erste Zündung ist erfolgreich gewesen. Wir lassen gerade die beiden Refill-Missionen hinter uns. Und bewegen uns jetzt in Kerbin Orbit. Wir haben noch 16 Tage bis zum optimalen Transferfenster, aber ich würde sagen, da scheißen wir jetzt einfach mal drauf, weil wir rotieren ja eh noch um Kerbin und ich guck mal, wann unser nächster. Also wir gehen jetzt erstmal auf die Kerbin-Umlaufbahn raus, machen wir mal so rum. Und dann suche ich uns mal ein gutes Startfenster, wo wir richtungsmäßig auch wirklich in Richtung Duna schon mal heizen, wenn wir den Kerbin Orbit verlassen. Das wird uns wahrscheinlich eh noch mal ein paar Tage kosten, dahin zu kommen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, und der Plan ist dann quasi jetzt hier mit unseren 3400 Delta V, die uns zur Verfügung stehen, nach Duna zu kommen, einen Satelliten nach Ike zu schicken, das ist ja auch noch inkludiert, mit dem wir Ike erforschen, eine kleine Basis zu landen und einen Rover zu landen. Und die Trust-Weight-Ratio, naja, reden wir einfach nicht drüber. Die sollte nicht so hoch zählen, vermutlich. Aber ist halt so. Ich glaube einfach, weil sie jetzt gerade halt keinen wirklichen Gravitationskontext mehr hat. Deshalb ist sie natürlich sehr, sehr hoch. Weil wir entfernen uns ja, also wir sind ja noch im Einflussbereich von Minmus, aber halt sehr weit draußen. Und dadurch zählt gerade unsere Trust-Weight-Ratio so weit nach oben. Weil die berechnet sich natürlich Trust-to-Weight-Ratio. Also 1.0 bedeutet, dass der Schub das Raumschiff gerade so anheben kann. Und da wir jetzt fast keinen Gravitationseinfluss mehr haben, ist das natürlich unglaublich hoch, die theoretische Trust-Weight-Ratio. Die hat immer einen Bezug zur Gravitation und davon ist jetzt gerade halt nicht viel da. Die wird sich wahrscheinlich nochmal verändern, wenn wir jetzt in den Einflussbereich von Kerbin kommen. Wird aber auch nicht mehr so hoch sein, weil wir auch sehr weit außerhalb der Gravitationswelle von Kerbin sind. Na komm, los, 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 los. Wir brauchen schon irgendwie 3 Tage nur, um hier wegzukommen, ne? So. Gut. Wir sind im Kerbin-Orbit und jetzt gucken wir mal,
wo Duna so rumgammelt und wo wir so sind auf dem Kürbis. Und wir sind natürlich genau in der falschen Richtung, ne? Ja. Natürlich sind wir genau in der falschen Richtung. Und hier drüben hin brauchen wir 31 Tage. Das ist natürlich doof. Könnt natürlich gucken, ob wir hier einfach so ein Manöver machen, um rauszukommen. Oh, das kostet uns halt auch unheimlich viel, ne? Muss ja eigentlich nicht sein. Ah, wir geben einfach ein bisschen Gas. Dann ist Kerbin erstmal gleich Geschichte und dann müssen wir halt ein bisschen nachkorrigieren. Also es ist nicht ganz der ideale Startvektor. Der ideale Startvektor wäre eigentlich hier hinten irgendwo. Aber ich möchte das Startfenster jetzt eigentlich auch nicht komplett versauen. In 90 Tagen ist der Kerbin Escape. Ist auch doof. Nicht jetzt autosaven, danke. Wir probieren mal, was passiert, wenn wir das Startfenster in 30 Tagen erst nutzen. Mal gucken. Also, das wäre ja dann quasi in die Richtung abgeschossen. Also kurz hinter unserer Apoapsis. Und wir probieren in die Richtung zu gehen. So, was passiert dann? Nicht allzu viel erstmal. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir ein bisschen mehr Gas geben. Dann passieren komische Sachen. Okay. Hilft uns also auch nicht wirklich viel. Ja, ich würde sagen, dann machen wir das doch so. Dass wir jetzt erstmal. Ah, warum ist das jetzt alles so doof? Ich wollte doch einfach nur in den interplanetaren Raum vordringen. Und zwar ein bisschen schneller als einem halben Tag. Gut, das kann man natürlich wahrscheinlich so hier massiv beschleunigen. Hui, so sieht es ja eigentlich schon mal ganz gut aus, ne? Jetzt einfach hier die Drehung machen. Was wäre denn, wenn wir das immer weiter projizieren? Dann fliegen wir an Duna vorbei. Weil wegen ist so. Okay, wir müssen ja jetzt erstmal gar nicht so heftig nach außen fliegen. Können ja erstmal so ein bisschen. So. Und dann sind wir in 18 Tagen auf dem Kerbin Escape. Das ist gut. Und wir wollen dahin. Und jetzt müssen wir mal 5 Stunden nach vorne spulen. So, aber wir können das Manöver aber eigentlich auch einfach jetzt fliegen. Beziehungsweise ein bisschen zu uns ranziehen, ne? Oh, warum ist das gerade so laggy? Ich habe ein bisschen viel Scheiß an mein Raumschiff rangebaut. So. Voilà. Manöver in wenigen Minuten. So, dann müssen wir da jetzt einmal hindrehen. Was wahrscheinlich lange dauert. Ja, tut es. Yay. So, ich gehe mal nochmal davon aus, dass wir, aber ich gucke sicherheitshalber, dass wir auch wirklich die richtige Richtung fliegen. Das tun wir. Okay. Das ist gut. So, ich fange jetzt mal an, den ersten Live-Support anzuschalten, damit wir anfangen, unsere verbrauchten Güter zu recyceln vom Live-Support. Das heißt, jetzt fahren wir das Schiff langsam so richtig auf seine volle Funktionalität hoch. So, da haben wir nämlich noch ein paar Sachen. Wir müssen auf das da zeigen. Radial out. Dankeschön. Wir haben nämlich hier auch noch die Möglichkeit zu sagen. Start Live Support. So, und damit verarbeiten wir jetzt nämlich hier diesen ganzen Dreck, den wir aufgefangen haben mit der Zeit, wieder zurück zu Sauerstoff und eben anderen Geschichten. Also wir laden jetzt Essen, Wasser und Sauerstoff. Ganz langsam seht ihr ja auch, die haben alle drei ein Minus jetzt davor. Das geht nicht besonders schnell, aber jetzt haben wir natürlich
große Vorräte gerade, die wir verarbeiten können von diesem Waste. Und damit können wir jetzt unsere Lagerbestände einfach gerade wieder auffüllen. Und damit dann unsere Zeit ein bisschen verlängern, die wir durchhalten können mit dem, was wir so haben. So, ich würde sagen, wir spulen mal kurz an den Manövernot ran, dass wir den sauber machen können. Und dann geben wir Gas raus in den interplanetaren Raum. Oh, das war ein bisschen zu viel. Also heute habe ich es echt nicht mit Zeitwarp. Machen ihn halt jetzt. Ist ja jetzt alles nicht ganz so schlimm. In dem Maßstab, in dem wir jetzt arbeiten, ist das alles ein bisschen entspannter, weil wir jetzt nicht mehr auf Millimeterebene arbeiten müssen, sondern wir müssen jetzt interplanetar fliegen. Ob wir da eine halbe Stunde vorher oder eine halbe Stunde später zünden, ist ja entscheidet darüber, wie viel Delta wie man verbraucht, aber versaut einem meistens nicht mehr das komplette Manöver. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass wir dem Manöver, was jetzt ein bisschen abweicht, hinterhergehen. Jo. So behäbig ist es dann doch nicht, unser Raumschiffchen, dass wir da nicht folgen können. So. Und ich würde sagen, das sieht doch mal ganz gut aus. Das sieht doch mal ganz gut aus. Okay, damit sind wir unterwegs. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein paar Tage zoomen. Das passt aber auch noch ganz gut, weil Transferfenster ist in 13 Tagen und wir sind ja quasi schon auf dem Weg. Und wir können gleich nochmal gucken, was eigentlich unser Lab sozusagen hat. Und hier seht ihr jetzt auch, guck mal, wie unsere Vorräte sich langsam auffüllen. Was macht der Time Warp da für Sachen? Irgendwie dreht das Spiel gerade komplett durch, habe ich so das Gefühl. Was ist denn hier nur los? Hä? Seht ihr das? Transferpoint. Ja, danke schön. Ach, deshalb hat er das runtergeschraubt, weil jetzt der Transferpoint da ist. Ja, herzlichen Dank. Wir sind auch schon unterwegs, wie du sicherlich gemerkt hast. So, dann. Ich habe mich gerade gewundert, warum dreht er denn jetzt meinen Time Warp aus? Aber das erklärt es natürlich. Und wir füllen jetzt hier gerade, das war das, was ich eigentlich erzählen wollte, nämlich schön unsere Vorräte auf. Und gucken uns das in Ruhe an, wie sich das auffühlt. Wir müssen jetzt halt nur aufpassen, dass wir rechtzeitig das auch wieder ausknipsen, bevor unsere Container voll sind. Und das werde ich jetzt gleich mal ein bisschen machen. Wir können jetzt nämlich erstmal wieder sammeln von dem Zeug. Oh, sind noch ein Time Warp drin. So, Stop Life Support. Und Stop Life Support. Wir sammeln jetzt erstmal wieder ein bisschen Dreck, letzten Endes. Weil wir haben in unserem Waste-Container noch sehr, sehr viel Platz, um Sachen einzusammeln. Haben aber gar nicht so viel verbraucht in unseren Originalcontainern, weil selbst der hat ja nicht so viel. Und jetzt machen wir mal unsere Manöverplanung für den Flug nach Duna. So, wir sind jetzt ein bisschen unter dem. Okay. Unter dem Urban Orbit. So, jetzt schauen wir mal. Den wollen wir natürlich möglichst bald machen. Schwupp. 50 Minuten klingt gut. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den guten Kollegen Duna treffen, um ihm einen Besuch abzustatten. Das sieht gar nicht schlecht aus. So wird es, glaube ich, nicht besser. So schon. Jawohl. 25 Millionen. 22.
Ich arbeite jetzt mal mit dem Mausrad, um ein bisschen exakter zu sein. Oh. Gee, oh, entschuldigt bitte. Da hat mich ganz kurz der Nieser übermannt. So, 19. 15 Millionen. Ja, machen wir erstmal 15 Millionen. Für den ersten Anflug. Und das kostet uns 14 Millionen, das ist doch gut. Und das kostet uns jetzt 1183 Delta V von den 3374, die wir haben. Wir müssen dann natürlich noch bremsen, aber jetzt kommt mal die gute Nachricht. Wir werden unser Delta V-Budget für den Rückflug natürlich deutlich erhöhen, weil ich habe extra deswegen, damit die Berechnungen stimmen, für diesen ganzen Kram, den wir hier dranhängen haben, die Tanks zugemacht. Das heißt, die Dinger sind dann nachher weg mit ihren Tanks und diese Tanks werden gerade auch nicht für unsere Delta-V-Berechnung hergenommen. Also auch das hier nicht. Und das von dem Zeug entledigen wir uns. Das heißt, der komplette Part wird nachher nicht mehr an unserem Raumschiff dran sein. Der komplette Part nicht und dieser Satellit hier vorne, der fliegt nach Ikel, der landet auf Duna, der landet auf Duna. Das sind alles Dinge, die wir uns natürlich sparen nachher. Das heißt, keine Sorge, ja, wir kommen jetzt mit einem relativ knappen Delta-V-Budget bei Duna an, aber wir werden das alles überleben. Irgendwie. Hoffe ich. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schaffen. So. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt muss ich mal gleich gucken, ich hoffe, dass ich euch nicht die Ohren in die Luft jage damit. Ich habe nämlich eine kleine Idee musikalisch vorbereitet. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das werden wir gleich mit dem Manöver kombinieren, weil das Manöver ja eh eine Weile dauert. Jetzt versuche ich nochmal vernünftig den Zeitraum zu treffen, dass wir so 10 Minuten vor dem Manöver sind. Und dann werde ich ein bisschen Musik spielen so für unseren Flug, damit wir das auch gebührend feiern, dass wir gerade auf dem Weg nach Duna sind. Und dann nähern wir uns auch schon langsam, aber sicher dem Ende dieses Livestreams. Und dann würde ich doch sagen, kann ich das Fragezeichen dann tatsächlich rausnehmen? Ist tatsächlich der Abflug nach Duna geworden. Also von daher, gar nicht alles so schlecht gelaufen. So, jetzt richten wir uns nochmal ein bisschen genauer aus. Ja. Zack. So, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. So. Gut, ich würde sagen, wir können unseren Burn beginnen und ich klinke mal gleich mein Mikro kurz aus. Keine Sorge, ich komme gleich nochmal wieder. Und ich versuche das sauber einzusteuern, aber ich habe nur meine Kopfhörer, also dreht im Zweifelsfall einfach den Sound ein bisschen runter und guckt mal, ob es passt. Bis gleich.
Kleine Musikeinspielung. Natürlich hatte ich jetzt nichts parat, was so lange geht wie dieser Burn, den wir mit den Atomtriebwerken natürlich brauchen. Aber ja, zumindest mal nach, was ist heute, 98. Folge oder so, nach 98 Folgen mal ein bisschen abfeiern, dass wir doch zumindest mal unterwegs nach Duna sind. Und ja, ich weiß, dass es in dem Lied Mars hieß, aber Duna ist die Mars-Entsprechung und Herr Nedu hat sich wohl leider nicht überreden lassen, ein Lied für Duna zu singen. Und ja, ihr seht, wenn ich Zeitraffer reinmache, dann gehe ich auch auf Rot rüber. Das heißt, ich gewinne tatsächlich überhaupt nicht viel. Von daher nur halb gut. Aber wir kommen ganz gut vorwärts mit unserem Burn. Und wir haben da hinten auch noch im Hintergrund die ganze Zeit übrigens zu sehen den guten alten Pale Blue Dot. Also den blassen blauen Punkt, wobei unser Punkt momentan noch ein bisschen größer als ein Punkt ist. Kerbin wird später sehr viel kleiner sein, wenn wir bei Duna sind. Aber das wird noch eine Weile dauern. Und ob das Duna ist, der rote Punkt, wer weiß. Wäre natürlich ein witziger Zufall. Auf jeden Fall sind wir unterwegs. Und ja, ich denke mal, wollt ihr den Burn noch sehen? Sonst können wir auch jetzt Schluss machen. Also, der Livestream wird heute auf jeden Fall zu Ende gehen mit diesem Burn. Entweder mit dem Ende dieses Burns oder mittendrin. Und ich mache den Kram noch offscreen fertig. Aber ich glaube, die 5 Minuten haltet ihr bestimmt noch durch. Und insgesamt sieht's aber ganz gut aus. Und ich finde, das ist schon ziemlich Elon Musk-Style. Das ist alles wiederverwertbar hier vorne. So wie bei der Big Fucking Rocket. Also wir landen zwar nicht damit, also ist ein bisschen, okay, es ist zugegebenermaßen, es ist ziemlich anders. Gott, ich hab beinahe auf die Leertaste gedrückt. Da war ein Daumen schon dran. Da wäre hier aber die Hölle losgebrochen, glaube ich. Was jetzt abgesprengt? Ist das? Ich will es gar nicht wissen. Oh Gott, das wäre Hölle gewesen. Nee, ich singe nicht selber, das tue ich euch nicht an. Das muss tatsächlich nicht sein. Ja, wie gesagt, ansonsten zum Thema Streamen. Ich bin guter Dinge, dass das nächste Woche wieder klappt bei YouTube. Also normalerweise dann in gewohnter, angewohnter Stelle, in gewohntem Format auf YouTube wieder. Aber ich werde das hier ein bisschen zurechtklicken und ordentlich machen, dass wir notfalls halt auch auf Twitch ausweichen können. Aber es wird, wie gesagt, eine Notfallvariante bleiben, weil ich das nicht beides betreuen möchte. Ansonsten Hitze-Management-mäßig sieht unser Raumschiff gut aus. Wir müssen uns bisher keine großen Sorgen machen. Die Triebwerke haben leicht Temperatur aufgenommen, aber die Radiator-Panels noch nicht, also beziehungsweise sind leicht hochgefahren jetzt mittlerweile mit 15%, aber ist jetzt auch noch nichts Gigantisches. Und nehmen mittlerweile hier wahrscheinlich Hitze über die Fuselages auf. Hier hinten wird nichts heiß durch den Abtriebstrahl. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Idee. Ich habe das Staging jetzt mal gesperrt, damit hier keine Unglücke passieren mehr, während wir unterwegs sind. Weil ich glaube, alles, was ich jetzt mache, kann ich händisch stagen. Da muss ich nicht mit rumfummeln und aus Versehen noch auf die Leertaste hauen.
Also das könnt ihr mit Alt-L übrigens machen, ne? Euer Staging sperren und dann gibt es hier eine lila Lampe statt dieser grünen blinkenden. Dann ist das Staging nämlich, das ist quasi diese, im Raumschiff, oder ihr habt doch bestimmt schon diese großen roten Schalter gesehen, wo man dann immer so eine Plastikkappe hat, die man runterklappen kann. Das ist quasi die runtergeklappte Plastikkappe, damit da um Himmels Willen nichts Schlimmes passiert. Um Himmels Willen. Und ich habe gerade ein bisschen Probleme, das Schiff auf Kurs zu halten, muss ich zugeben. Das bockt gerade ein bisschen. Gerade bockt es ein bisschen nach links, aber es scheint zu funktionieren. Im Großen und Ganzen. So. 3 Minuten Burn noch. 3 Minuten noch, die wir noch zu burnen haben. Triebwerke werden langsam auch ein bisschen heißer. Aber auch alles immer noch in einem Bereich, der okay ist für die Atomtriebwerke oder für die Nerf Engines. Ja, ich könnte jetzt ACS dazuschalten, aber im Moment geht's eigentlich noch. Ich mache mir da eher Sorgen, wenn später mal. Woher pumpen wir eigentlich gerade? Ah, wir pumpen aus der Mitte raus. Ich verstehe. Oh, hier ist aber auch schon. Ja, schon richtig gut Liquid Fuel rausgedroschen, ne? Lecco mio. Wo ist denn schon so viel Fuel weg? Sehr ekelhaft. Na gut. Er sagt hier, wir haben noch ganz viel Delta V, also hoffe ich, dass er damit auch recht hat. Ich hoffe inständig, dass er damit auch recht hat und wir uns nicht irgendwie komplett vertun hier gerade. Unsere Kalkulation. Sonst haben wir nämlich echte ernstzunehmende Probleme nachher, wenn es darum geht, wieder nach Hause zu kommen. Aber alle, die hier mitfliegen, wissen ja, dass das eine Suizidmission quasi war. Und ich wahrscheinlich irgendeinen Rechenfehler gemacht habe. Das wäre echt bitter. Hat das irgendwas? Nein, ne? Staging ist auch nicht das Problem. Er sagt 2400 Delta V noch. Dann glauben wir ihm das einfach mal auch. Dann glauben wir ihm das mal. So, hier sind wir auch bald durch und dann geht's mit denen hier los. Dann haben wir hier jeden nochmal 1200 drin, mal 4. Okay, also wir haben da natürlich in den Triebwerken, also in den Außengondeln auch nochmal ordentlich Sprit zur Verfügung. Aber es ist schon krass, wie schnell er sich jetzt durch die 3 großen Tanks gearbeitet hat. Ich habe Monopropellant, also es wird nur gerade nicht angezeigt. Fragt mich nicht warum. Es ist irgendwie so andocken, abdocken, großes Schiff fliegen, viele Sachen zusammengebastelt haben. Das ist manchmal eigenartig. Da verhalten sich Spiele manchmal komisch. Wenn ich jetzt ins Space Center zurückgehen würde und es nochmal lade, dann wäre auch die Monopropellant-Anzeige wieder da. Hier sind ja auch Tanks, also hier drin. Da ist auch wirklich Monopropellant drin, wie man gerade sehen konnte. So, jetzt werde ich den ollen Teil, glaube ich, gleich mal ein bisschen den Schub reduzieren, damit er nicht ganz so bockig ist. So. Und ich mal hier rüber auf die Karte kann. So, ich möchte nämlich auch sehen, dass wir hier unser Manöver sauber genug fliegen und dann abschalten, wenn wir es geschafft haben. So, der Node selber ist jetzt in 15 Sekunden, also die Stelle, an der wir das Manöver fliegen wollten. Wir haben noch eine gute Minute Burntime. Wahrscheinlich ein bisschen länger, dadurch, dass ich jetzt die Triebwerke runterfahre, um exakter zu sein. Aber insgesamt, aber ich kann auch mal kurz Gas geben. Ja, das sieht aber gut aus alles. So, hier, das wollen wir erreichen. Das ist unser Ziel für diesen Burn. Wenn wir den haben, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg und sind in 328 Tagen auch da. Das kann man sicherlich alles schneller und schöner haben. Aber so ist einfach der fuel-effizienteste Weg gerade. Mit dem Transferfenster. Und Essen können wir uns, wie gesagt, wieder zusammenbasteln aus unserem Dreck. Fuel ist schon ein bisschen schwieriger, weil ich einfach die Technologiestufe noch nicht habe, um Fuel abzubauen. Das ist nämlich erst im
in der nächsten Stufe möglich und dafür muss ich einmal meine R&D-Facility upgraden. Und ratet mal, was ich mir im Moment nicht leisten kann. Genau. So, jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir nämlich langsam an die letzten Züge des Manövers an. Hier noch einen kurzen Funkspruch nach Hause absetzen. Während wir uns immer weiter von Kerbin entfernen. Wo wir momentan eigentlich näher kommen müssten aus der niedrigen Umlaufbahn und einmal an Kerbin winkend vorbeifliegen. Aber das werden wir sehen. So. Jetzt auf Kurs bleiben hier. Jetzt vorsichtig. So, jetzt nehme ich mal RCS dazu, damit das auch wirklich exakt wird. Bisschen noch. Und jetzt, oh, guck mal. Sehr schön. Jetzt schieben wir das noch drüber, dass das wirklich das gleiche ist. Okay, Freunde, wir sind auf Kurs Duna ausgerichtet. Und während wir jetzt mal warten, dass die Radiatoren hier die schlimmste Hitze abbauen, bevor es uns auseinanderreißt, würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sorry, dass das heute so holprig losging und sorry, dass wir letzten Endes zu Twitch ausweichen mussten. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen schönen Abend. Und wir sind auf dem Weg nach Duna. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch nach dem, was heute so passiert ist, dass wir in Folge 100 die Duna-Landung auch tatsächlich hinbekommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.